Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück mit Victoria 3 und Österreich. Oder Deutschland, je nachdem, wie man es nennt. Und wir sind mitten in einem Diplomatic Play um Sukuma zu pappen. Leider hat sich unbedingt Spanien und Frankreich auch einmischen müssen. Ja, warum auch nicht? Ich habe kurz überlegt, ob ich von Frankreich die Provinz Kenia beanspruchen soll. Aber ich habe dann gelassen. Oh, Mass Propaganda. Sehr gut, sehr gut. Das bedeutet, können noch was machen. Wir könnten eigentlich beim Budget hier auch noch was runtergeben. Ganz schön klar. Nein. Das will ich eigentlich alles besteuern. Und Services eigentlich auch. Boah, das bringt 194.000. Döppert. 38.000 so. Wein haben wir so wenig. Ja, die Wine-Tags vielleicht auch weg. Und machen wir stattdessen. Wir da irgendwas bei der Government? Irgendjemanden. Die Aristokraten sind mittlerweile quasi marginalisiert. Ist das arg? Jetzt mal so eine großartige, mächtige Gruppe. Naja. Interessanterweise haben wir nur zwei Parteien. Was ist mit den anderen Parteien passiert? Das ist ein bisschen komisch in dem Spiel. Ich meine, ich finde das okay mit den Interessensgruppen, aber das mit den Parteien muss anders organisiert werden einfach. Es kann nicht sein, dass, keine Ahnung, dann die Katholiken nur die Konservativen ausmachen, als würde es keine konservativen Industriellen und industriellen Kleinbürger und und konservativen Aristokraten geben. Beziehungsweise auch bei den Armed Forces. Nicht alle Armed Forces gehören zu den Nazis, da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, egal. Ah, egal. Das kann man jetzt nicht ändern. Nein, ich will niemanden besonders stärken oder schwächen. Was ich interessant finde, die Intellektuellen sind urstark. Obwohl wir nie irgendetwas gemacht haben, um die stark zu machen. Wir haben immer versucht, möglichst Gesetze zu machen, die sie schwach machen. Aber es hat halt gereicht, dass wir voll industrialisiert haben. Das ist vollkommen von alleine passiert. Na gut, eigentlich wollte ich Decrease machen. Genau darum geht's. Das war natürlich in Österreich. So, da haben wir den großen haben wir Strength Nation. Was könnten wir eigentlich uns da anschauen? Sind die größten Staaten Österreich, Venedig, Böhmen, dann die Lombardei und Ostgalizien. Das heißt, wir werden das in der Lombardei machen. Plus 100% Assimilation. Und Westgalizien oder Ostgalizien? Passt. Mehr Assimilation.
weniger Aufstände. So, dann schauen wir mal. Militärisch, wir werden militärisch weitermachen. Sturmtruppen, chemische Warfare, Flugzeuge. Ja, wir werden nicht mehr zurückstecken. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht sogar als War Goal Liberate Country machen soll mit Spanien. Andalusien oder Katalonien. Ist schon irgendwie cool. Oder Galicien. Und Andalusien. Oder Katalonien, schwer zu sagen. Ja, wieso nicht? Dass die Spanier leiden dafür, dass sie den Wappern helfen. Ja, Andalusien sind die beiden. Katalonien wären wahrscheinlich die drei. Sind nicht sicher. Wäre größer gewesen. Naja, echt. Oh, eine Billion, also 1 Milliarde Pfund. Bip. Na gut, Spanien ist generell recht modig. Das heißt, wenn wir sie leiden lassen, ist es schon recht so. So, ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch das eine oder andere Bataillon dazu bauen. Und dann 5.000 dazu. Und da auch noch 5.000 dazu. Und da auch noch 5.000 dazu. Wir lassen quasi die Polen für uns sterben. Und das ist nicht zu viel. Wir stellen also gerade nochmal 5.000 Mann auf. So. Und tatsächlich ein Krieg ist aus. Na gut. Mal Pause kurz. Frankreich wollen wir eigentlich nur aufhalten. Die werden einfach irgendwie aus dem Krieg. Schauen wir mal. Also das Sukuma sollten wir auf jeden Fall relativ schnell erobern. Das sollte irgendwie gehen. Oder? Okay. Da sind wir im Verteidigen nur, das passt schon. Und da wir auch hauptsächlich verteidigen. Ich würde gerade angreifen lassen. Das ist ein guter Angriff. Experience Offensive. Ich meine, wir können es mal versuchen. Im schlimmsten Fall sehen wir eh, ob es passt. So, euch Schippernackeln. Lassen wir.
Persuasion machen, und zwar hier in Esther. Haben wir dann sonst noch irgendwelche Mobilized Generals? Rechner, wo ist der? Das Lower Egypt, das ist es. Diese hier. Jetzt sehen wir, was wir machen könnten. Wir können noch eine Seite machen. Und zwar hier in Galizien. Ha! Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das wäre natürlich cool. Und außerdem, da haben wir ganze 10 Schippernakeln. Die werden Convoys machen, und zwar hier in der Straße. Da. Schauen wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Beziehungsweise, nein, warte mal, du machst nicht in der Straße von Gibraltar, sondern irgendwo in Afrika, du lenkst quasi die Flotte von innen ab. Hier hinten. Das klingt. Du lenkst quasi die Flotte von innen ab. So, schauen wir mal. Boah, die haben eine starke Verteidigungslinie. Uff. Na gut, vielleicht besser nicht angreifen dann. So, schauen wir mal, wie das da ist. Da greifen wir sie an. Echt? Ist man so schwach? Wieso verteidigt da der blöde Ägypter und nicht wir? Also dann sind sie auch eher modig. So helfen meine Truppen da nicht mit. So, schauen wir mal, wie das da ist. Na, das, puh, das ist knapper, aber trotzdem vielleicht keine gute Idee anzugreifen. Das bringt uns nur viele Leute um. Die Spanier also angreifen und alles andere auf Verteidigung setzen. Echt. Okay. Bis zum Krieg sollten wir irgendwie hinkriegen. Dass wir dann, ich glaube nicht, dass da zu viele Leute eingreifen werden bei dem Ding. Okay. Tripolitaner. What? Eine Defense von 118? Wie kann denn das sein? Wo sind du deine Leute her, dass du so eine Defense hast? Das ist plus 90 vom Army Defense, plus 5% vom Commander, plus 25% vom Good Visibility. Hm. Und wir haben minus 25, minus 5, na super. Wir haben schlechte Visibility, sicher. Wir haben. Okay, wir sind ein bisschen stärker als wir grundsätzlich. Also wenn wir gut würfeln, sind wir auf jeden Fall stärker.
Und wir haben natürlich auch die eine Vielzahl Leuten. Also da, ah, da gewinnen wir tatsächlich diese Schlacht. Das Aber ich hätte vielleicht meine Stoppuhr starten sollen. So, na gut. Schauen wir mal, wie der Krieg läuft. An und für sich sollte der Krieg gut laufen. Schauen wir mal, ob wir Spanien relativ schnell aus dem Krieg rausholen können und Frankreich dann einfach abtragen und einen weißen Frieden anbieten und passt. Einfach, wie lange brauchst du noch für deinen Angriff? 16 Tage. 14, 13. Ist vollkommen egal, wo wir sind, es braucht immer gleich lang, ja. Egal wie lang die Wege sind. Also ein Witz. Bescheuert in dem Spiel. Normalerweise sollte es unterschiedlich lang sein. Also es ist viel näher bei dem, wo sie angreifen heißt. Naja, was soll's. So. Komm schon, komm schon. Ja, danke. Das wollte ich eh nicht sehen. Spanish Convoy sank. Das finde ich cool. Haben wir gut gemacht. Wir sind einfach die Besten. Ja, wir könnten da eigentlich Dings, wir könnten da eigentlich Sardinien in den Krieg führen lassen. Was die? Boah, 45.000? Okay, passt doch nicht. Müssen wir doch Leute hinschicken. Migrating. Los. So, du machst bitte auch Verteidigung. Und du greifst bitte hier an. Also bitte da verteidigen. Passt. Danke. Schaut's was da. Oh. Ah ja, da ist super. Wenn wir verteidigen, ist das easy peasy, könnte man sagen. Da sind wir auch ein Stück weiter gekommen. Ah, können wir so bitte lassen. Da kommen wir jetzt auch gleich weiter. Perfekt. Wir schneiden sie gleich von der Küste ab dann. Weniger schön da. Also, okay. Ja, ich muss dann auch irgendwann nochmal erwischen, dass du nicht angreifst. Oh, das ist nett. Sie haben aufgegeben, bevor wir irgendwas gemacht haben. Irgendwie weitergemacht haben. So, wo ist denn jetzt der, wo ist denn jetzt der Typ, den wir hingeschickt haben da? Er ist an irgendeine Front von alleine gegangen. Na super. Okay, nicht so gut. Oh, mach einfach weiter. So. Das scheinen wir doch zu
gewinnen. Passt also, da ist er nicht. Also auch nicht. Da ist er auch nicht. Wo ist der Typ hin? Da ist er auch nicht. Okay. Wo ist dieser Kerl hin, den wir da runtergeschickt haben? Er ist nicht in ein... Ah, warte mal, doch. Nein. Pac-Man ist aus dem Dings und der Albrecht ist aus dem Bums. Gibt er nicht. Oh. Wir haben noch nicht mobilisiert. Oh, wow. Sehe ich gerade. Wenn ich mal gemerkt hätte, wie er heißt. Wieso kann ich den nicht? Okay, interessant. Okay, die Seeschlacht gewinnen wir. Das finde ich gut. Die Schlacht gewinnen wir. Offensichtlich auch. Das finde ich auch gut. Vielleicht sollten wir den letzten Typen auch noch mobilisieren. Wir haben eh so viel Geld. Oder dann an die Front hier. Vielleicht. Oder an die Front oben. Je nachdem. Schauen wir mal. Brazilian Migration nach Kroatien. Finde ich sogar sehr gut. So, da. Oh. Wir sind etwas stärker, was das betrifft, aber viel weniger Leute. Uff. Das gefällt mir nicht. Ist egal, es muss nur eine von den beiden Anlandungen funktionieren. So gut, der Typ, der jetzt noch idle war, das war der Horatius. Du greifst hier. Und du erledigst. Noch hier. Schauen wir mal. Sollte ja wohl schaffbar sein, dass wir Spanien in die Knie zwingen. Also die Franzosen, die greifen da eh auch nicht an, das finde ich gut. Okay, Bangi-Scharen gibt's Gummi, finde ich gut. Oder ist das der Typ, den ich da geschickt habe? Du bist Mountain Combat, Woodland, bla bla bla, okay gut. Dich krieg ich darauf. An die Front. Ja, wir sterben zwar bei weitem mehr Spanier, aber es waren auch sehr viel mehr Spanier am Anfang da schon. Ja, wird problematisch.
Noch ein paar Tage bis zur Front. Den Molten mal. Das ist immer mehr Macht. Ah, sehr gut. Also die Schlachten dürften leichter gehen. Hoffe ich. So, Freund. Was einfach mal verteidigen. In Wirklichkeit sollte das reichen. Könnten wir die nämlich außerdem abziehen. Ist ein guter Angreifer, ne? Ah, okay, schlecht. Du hier. Ah. Na bitte. Wir haben mehr als doppelt so viel von ihnen erledigt. Circa. Hat nicht wirklich gereicht, aber naja. Man kann nicht alles haben, oder? Okay, das sind einfach nur irgendwelche Conscripts. Noch keine Waffen haben. Kann das sein, die wir da bekämpfen? So viel, aber nicht wirklich bewaffnet. Ich sehe außerdem, wir haben keine Gebäude mehr in unserer Bauliste. Das heißt, was wir machen ist, okay, unsere Militärgüter sind günstig, das ist gut. Zucker ist teuer, sowas aber. Zuckerwein, naja. Warte mal. Ich weiß, da in diesen Gebieten haben wir Vorteile mit landwirtschaftlichen Anbaugebieten. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Kaffee. Naja, schauen wir mal. Kaffeeplantagen.
auch welche. Ein Summer Casper auch welche. Tee. Ne? Auch Teeplantagen. Und zwar kann man auch überall bauen. Dann Möbel. Was ist das eigentlich mit normalen Möbeln? Sind die billig? Ja, die sind echt billig. Können wir die exportieren? Kauft irgendjemand? Oh, die Route von denen. 3000 zu viel? Muss sehr aus. Exportieren wir nach China auch. Den ganzen Schrott. So, und dann produzieren wir einfach noch mehr davon. Nö. Mecklenburg, okay. Mecklenburg machen wir 5 rauf. Franken auf 10. Mal so wenig Einwohner. Auf 10 oder auf 11, so wurscht. 10. So. Ob die eh alle auf, ja, jeder von den Dinger. Ja. Dich das machen. Das bringt uns ein paar Arbeitskräfte zurück und es kostet kein Öl. Öl ist traded. Ach so, nein. Ha, nein, nicht möglich. Was haben wir da? Wir haben Glas und Plastik würde ich herstellen. Wenn irgendwas anderes dabei ist, dann sollte man das entsorgen. Geht gar nicht. Das kostet auch Öl. Ja, es gibt es einfach nicht. Öl haben wir einfach keins. Okay, Öl. Ah, Rubber, echt? Und bei Gummi ähnliche Probleme wie bei Öl jetzt. So, establish import route. Wo kann man das so herkaufen? In großem Maßstab. Wir können es aus Russland, aus den Niederlanden und vom Meer. Wir holen uns einfach alles, was geht, von überall auf der Welt. Wir haben genügend administrative Kapazitäten. Oh, dann produzieren wir mehr Kohle natürlich. Einfach, weil wir es können. In Schlesien würde ich ganz gerne, aber da gibt es keine Leute mehr. Ah, im Ruhrgebiet müsste ich auch ein Bonus geben dafür. Rheinland, ist das? Ist das Rheinland, wo ich den Bonus habe? Nein. Baden aber auch nicht. Hessen auch nicht. Nordrhein, ja, da war's. Nordrhein hat eine verbesserte Kohleproduktion. Dann bauen wir mal Kohle.
Was fehlt uns da eigentlich? Rubber? Ah. Ah, wir haben die Dings, die Fahrräder vielleicht. Was sein? Oder die Autos, was weiß ich. Ah, Kohle wollten wir machen, gell? Ja. Ja, alles was geht, haben wir geholt. Oh, wir haben jetzt ein Minus wieder. Oder was an? Wieso das? Naja, wurscht. Das Minus ist uns eigentlich ziemlich wurscht. Wir haben so viel Plus an Geld. Wir haben so riesige Geldreserven. Ja, Workplace Safety ist auch gestiegen, finde ich gut. So, dann machen wir folgendes. Euch Schippernackeln. Schickt man nochmal auf eine New Invasion. Diesmal nach Navarra. Vielleicht ist der Gegner dort, steht der Gegner dort weniger stark als da unten in Andalusien. So, bevor wir jetzt aufhören. Minus 7 plus 58, wir verlieren 3 am Tag. Cannot be reduced below 0, because they hold their capital and the following. Okay. Wir brauchen ihre Hauptstadt auf jeden Fall. Wir müssen bis nach Toledo vordringen. Ah, wobei, warte mal. Vielleicht sollte ich nicht da anlanden. Jetzt haben wir da noch eine Front mit Frankreich. Schlechte Idee. Mach eine Naval Invasion woanders. Was da? Versuchen wir das mal so. Oder? Ja. Gut. Meine Damen, meine Herren, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt bei Cordoba New Granada. Mal schauen, ob wir ihnen jetzt schon den Panama-Kanal abkaufen können. Ja, wir brauchen gar nicht im Frieden sein. Finde ich gut. Na dann, machen wir Acquire Land in Panama. Und wir sollten jetzt... Yay! Panama haben. Und wir können jetzt den Panama-Kanal bauen. Der bringt einfach nur Kohle. Nur Prestige im Endeffekt. Wir können unsere Schiffe, glaube ich, nicht sehen, aber ja. Vielleicht sollten wir den Panama-Kanal ganz vorne hinstellen. Der braucht eh ewig trotzdem. 100 Wochen. Hä? Oh, verstehe. Können wir es abbrechen? Gut, meine Damen, meine Herren, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss euch.